Das Fahrrad bitte hinten rumfahren in den Fahrradschuppen. Wo ihr steht, ist Deutschland und hier ist Dänemark. Unser Abenteuer beginnt an der Westküste, am Horizont der Hindenburgdamm. Ein Zug fährt gerade nach Sylt. Wir blicken von Norden auf die Insel. Wir stehen an Land im Königreich Dänemark, am Seedeich. Wir haben ein Fahrrad dabei, kein Rennrad, kein E-Bike, ein 50 Jahre altes Klapprad. Tadellos in Schuss, Klingel funktioniert. Luft ist auf dem Reifen, es könnte zu dieser Tour passen. Erstmal runter vom Deich und dann einmal quer rüber, bis zur Ostsee, bis zur Flensburger Förde. Aber gemütlich, hügeli, wie die Dänen sagen. Viel los soll auf der Strecke nicht sein, aber schön soll sie sein. Was wir unterwegs wohl erleben werden? Einen Namen hat diese Strecke: Grenzroute. Es gibt verschiedene Varianten dieser Grenzroute, von 80 bis 160 Kilometer Länge. Unser Weg ist 130 Kilometer lang und wir nehmen uns 5 Tage Zeit. Heuer lassen wir gleich mal links liegen. Wir wollen nach Süden, nach Deutschland. Dass wir noch in Dänemark sind, merken wir am Dannebro, an der dänischen Flagge. Sie wird uns begleiten. Nach 5 Kilometern das Grenzhäuschen und der Grenzstein. Wir sind in Deutschland, im Kreis Nordfriesland und haben langsam Durst. An einem der historischen Bauernhöfe auf dem Hof Sibbershusum könnten wir das Problem lösen. Die haben jetzt einen Hofladen, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Funktioniert. Nur das mit dem Wechselgeld klappt noch nicht so ganz. Sibbershusum also, eine um die 400 Jahre alte Hofstelle. Wer hier wohl wohnt? Lucy wohnt hier, eine Highland-Kuh. Und Annika Hansen, die Bäuerin auf Sibbershusum. Die ist unschlachtbar und unschlagbar auch. Also das ist ein klasse Rind, wie so eine beste Freundin. Annika hat einige gute Freundinnen und Freunde auf der Wiese. Aber Lucy hat sie selbst großgezogen, als es gar nicht gut um sie stand. Das Tier gehört eigentlich zu einer Herde. Knapp 30 Highland-Rinder. Stefan Hansen, Annikas Mann, ist gerade zum Füttern unterwegs. Komm! Komm! Mit selbst angebautem Hafer. Komm, Gönni. Ja, der ist schon leer, du. Wir wollen kein Kraftfutter zugeben. Und das ist eben ja, was man als Leckerli so geben kann und was wir selber erzeugen können. Das sind natürlich Robustrinder, also die werden nicht im Stall irgendwie dauerhaft gehalten. Die mögen das draußen in der Natur, das mögen wir auch selber. Und die sehen einfach super aus, ne? Also das war mit der Hauptgrund. Zurück zum Hof mit einer Hundestärke. 2015 haben Annika und Stefan auf Sibbershusum übernommen und machen seitdem ein paar Dinge anders. Kleinere Herden, kein Milchvieh, Freilandschweine und Direktvertrieb. Der Hofladen war schon bei Stefans Eltern wichtig, aber das mit den Öffnungszeiten war so eine Sache. Jetzt gibt's die Freilandeier 24 Stunden am Tag. Und die Wurst und das Grillfleisch. 7 Schmalz. Da habe ich 3. Ja. Und das Griebenschmalz. Alles vom Hof. Und dann gibt's noch was. Das sind selbstgenähte Täschchen. Von Annikas Schwiegermutter mit Reißverschluss. Die laufen gut in der Nachbarschaft. Gerade für die jungen Leute hat die Schwiegermutter ein Gespür. Aber den ganzen Tag sitzt sie nicht an der Nähmaschine. Feierabend auf Sibbershusum für alle 3 Generationen. 2 Kinder haben Annika und Stefan. Und wenn man sie fragt, was noch fehlt zum Glück,
Dann überlegen sie lange und sagen, vielleicht ein Bier aus eigener Gerste im Hofladen. Alles andere ist da. Wenn die ersten Pflanzen rauskommen, da habe ich richtig Gänsehaut. Da geht es mit mir durch und durch. Also das ist, der Kreislauf. Ja, und wenn jetzt die Kälber geboren werden und so, das ist sowas Schönes, sowas. Ja. Das Romantik ist einfach, pur. Ackerromantik. Ja, Landwirt aus Leidenschaft sind wir so. Von den Feldern im Osten des Hofes ist es im Frühjahr manchmal nur ein Katzensprung bis zu einem einmaligen Naturschauspiel mit wechselnden Schauplätzen. Es zieht Deutsche und Dänen an. Und einer kann es erklären. Der Biologe und Naturführer Ivar Gram. Hört ihr die Rohrdommel, fragt er. Aber das Publikum ist doch wegen der Zugvögel, wegen der Stare gekommen. Eine dänische Gruppe und ein Deutscher. Jens vom Café Zollhaus. Ich habe es einmal gesehen, war total fasziniert und bin total aufgeregt, was jetzt gleich passieren wird. Alle Versammelten verlassen sich jetzt auf Ivar Gram. Ich erwarte heute 400.000 Stare. Ob sie gerade hier vorne runterkommen, kann man nie wissen. Aber gestern war es richtig schön hier. Und dann kommen sie und sind doch auf der Hut. Kampf gegen Leben und Tod, das sind nicht um Spaß, dass ich will schlafen, aber ich will nicht gegessen werden. Die Stare fliegen Formationen, Figuren, um so zu verhindern, dass einzelne Stare zur leichten Beute für Greifvögel werden. Jeder Greifvogel kreiert eine Verteidigungsform. Ich habe das seit Jahren gesehen. Ein Wanderfalk macht eine Form, ein Sperber ein anderer, ein Habik ein dritter und so weiter. Und du musst mir hier glauben. Schwarze Sonne wird dieses Phänomen genannt. Ivar soll den Begriff mit erfunden haben. Noch ein paar Tage, dann fliegen die Stare weiter nach Norden. Jetzt zur Nacht landen sie im Schilf. Tagsüber haben sie im Watt gefressen. Ivar hat sich also nicht geirrt mit seinem Beobachtungsort knapp auf der deutschen Seite. Die Dänen fahren zurück nach Dänemark. Jens, der Deutsche, nach Rodenäs. Zur Grenzroute mit dem Grenzhäuschen auf dänischer Seite und den Zollhäusern auf der deutschen. Am nächsten Morgen ist erstmal Gartenarbeit dran, die Rosen. Im Zollhaus von 1920 ist heute ein Café, der Lebensmittelpunkt für Jens und seinen Mann Ralf. Der ist Konditor. Weniger Flüssigkeit, damit es ein bisschen dicker wird, damit die Torte ein bisschen mehr Stand hat. Es entsteht eine nordfriesische Trümmertorte. Ralf macht mindestens drei. Ohne die brauchen die beiden ihr Café nachher gar nicht erst zu öffnen. Der Nordfriese isst gerne Sahne. Ja. Ich sag, da kann eigentlich nie genug Sahne drauf sein. Jens und Ralf haben das Café gestaltet. Es ist aber Teil der Kulturstation Zollhäuser. Von ihr hängt gerade die Ausstellung zum Thema Wasser. So kommt halt auch immer mal wieder Wind hier rein. Immer mal wieder was anderes. Alles zusammen ergibt einen besonderen Ort, sagt Jens. Du kommst hier hin, du merkst halt, es löst ganz viel. Du hast nicht mehr so viel Gepäck. Und es ist halt eins. Du bist halt willkommen. Du merkst so richtig, die Landschaft sagt, ja, du bist genau richtig hier. Bleib hier. Und es ist so. Geöffnet zwar nur von Freitag bis Montag, aber das ganze Jahr über. Und es ist immer was los. Rad, Auto, Rollerfahrer. Die Touristen nehmen alles, was auf der Karte steht. Die Einheimischen Trümmertorte. Und immer sieht es am Anfang so aus, als könnte man ein Stück Trümmertorte so essen, wie jeden anderen Kuchen auch. Wie bei der Honey. Ja. Ganz lecker, die Sahne, schön fluffig. Ja, und dann oben dann so noch so diesen Baiser, dieses Süße dann trotzdem noch, ne? Hm? Bis zur Kuchenmitte, eigentlich kein Problem.
Es gibt auch glutenfreie Karamelltorte, den Obstkuchen nach Jahreszeit. Aber Trümmertorte muss dabei sein. Das hat Ralf gelernt. Die beiden kommen aus Nordrhein-Westfalen, haben sich auf Sylt kennengelernt und irgendwann gemerkt, dass es auf dem Festland ruhiger ist als auf der Insel. Dann wurde das Café frei. Seitdem sind sie dauerhaft hier. Die Trümmertorte ändert unterdessen langsam, aber sicher ihre Gestalt. Weißt du, wie die bei uns heißt? Bei uns heißt die Himmelreichtorte. Jetzt sieht sie ein bisschen zertrümmert aus. Das ist wohl wahr. Ja. Es ist eigentlich ganz gleich, welche Technik man anwendet. Nein, jetzt fange ich von hinten an. Am Ende liegt alles in Trümmern. Eigentlich eine Fehlkonstruktion. Die Baiserschicht über der Sahne. Schmeckt aber. Und im Café Zollhaus guckt auch niemand schief, wenn es wieder nicht geklappt hat mit der Torte. Würde hier ein Druck hinterstehen, würden das vielleicht auch viele merken oder die Gäste merken. Hier kommt man einfach hin, das ist wie früher zu Oma fahren. Zu Kaffee und Kuchen, Kaffeeklatsch. Um 18 Uhr schließt das Café. Den Abend haben die Tessmanns für sich. Es ist in der heutigen Zeit einfach das Wichtigste, dass man tatsächlich ja, die Ruhe findet. Ja, das stimmt. Die Ruhe und den Frieden weitergeben kann. Und das möchten wir hier machen. Die Zollhäuser wurden gebaut, als die Grenze 1920 neu gezogen wurde. An ein Café hat damals niemand gedacht. Wir fahren weiter mit dem Nieselregen nach Osten, auf dem Grenzdeich, der die Deutschen früher gegen die Hochwasser der dänischen Wiedau schützen sollte. Der Zaun soll heute Dänemark gegen die deutschen Wildschweine schützen, die womöglich die Schweinepest haben. Unser Ziel ist Rosenkranz. Da gibt es ein Haus, das älter ist als die Grenze, aber trotzdem ihren Namen trägt, der alte deutsche Grenzkrug. Es soll hier kuriose Grenzgeschichten geben. Und legendäre Putenkeulen. Silvia Brodersen ist die Chefin in der dritten Generation. Eine Gastwirtfamilie. Meine Eltern hatten das erste Jahr komplett geöffnet. Die hatten also nie einen Ruhetag. Aber trotzdem habe ich immer gesagt, wenn ich mal groß bin, ich würde die Gastwirtschaft machen. Das sind meine Mutter und mein Vater. Das ist eigentlich kein Stammtisch, aber indirekt ist es eigentlich immer noch unser Stammtisch. Und dann haben wir hier unser Mittelstück. Das war Kleinboxtisch, hier war Boxtisch, hier war Musikbox, weil da stand früher die Musikbox. Also da hatten sie alle Namen. Mittlerweile ist es Tisch 11 bis Tisch 18. Und für besondere Abende der große Saal. Wenn wir das personalmäßig nicht schaffen können, müssen wir ihn zulassen. Mein Mann Oliver, ich und Sarah. Als Silvia 1992 übernimmt, berichtet sogar die dänische Zeitung. Sarah steht in Deutschland. Noch in Deutschland. Die Grenze fängt hier vorne an. Es werden dann zwei Töchter. Wenn sie draußen spielen, passen die Grenzbeamten auf sie auf. Die andere Straßenseite gehört schon zu Dänemark. Der Mittelstreifen ist die Grenze. Ein Kuriosum seit der Grenzziehung 1920. Rechts die Gastwirtschaft, der Grenzkrug. Das ist vor 1972. Die Grenzanlagen von damals stehen heute auf dem Parkplatz. Der Schlagbaum, der da hinten steht, der stand vorher hier und war dann da drüben, wo Mama steht, am Haus befestigt. Auf der deutschen Seite. Vor 50 Jahren schaut sich die dänische Königin den Ort an, mit Gefolge auf der dänischen Seite. Die kleine Silvia läuft nebenher, in Deutschland. Das hat ein dänischer Polizist fotografiert und hat mir das Bild geschenkt, weil er sagt, das sieht so aus, als ob du bei der Königin an der Hand gehst. Ich glaub, immer so. Bis 2001 schloss die Grenze vor der Haustür jeden Abend um 10. Also ich fand es eigentlich ein bisschen besser, dass sie noch da war, weil, wie gesagt, wir konnten halt abends keinen Verkehr mehr, konnten wir immer auf der Straße spielen. Man hat immer gerne rumgeturnt an dem Grenzbaum. Da, das stimmt, ja. Da waren wir immer eigentlich ziemlich zugange, aber sonst, also gestört hat es mich nicht. Nein. Femme Persona.
Um 17 Uhr öffnet der Grenzkrug am Wochenende. 17.05 Uhr sind die dänischen Gruppen da. Silvias Mann arbeitet nicht mehr. Und die Töchter leben längst in Flensburg. Aber sie helfen der Mutter, wenn es drauf ankommt. Fließend Dänisch sprechen alle. Værsgo, velbekomme. Silvia ist jetzt in der Küche und produziert die Grenzkrug-Spezialität, die Putenkeule. Heute sitzt sogar Verwandtschaft unter der Kundschaft, Saras Tante. Ja. Moster? Kirsten. Mamas Schwester heißt Moster. Tante Kirsten wohnt heute in Dänemark. Værsgo. Mange Tag. Also ohne die Mädels wäre ich heute aufgeschmissen gewesen, weil wir dann nur eine Bedienung hier gewesen wären, also mit einer Bedienung. Und deswegen war ich froh, dass sie heute beide da waren, weil sonst hätten wir den Betrieb in dieser Form heute nicht so führen können. Tschüss. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne. Komm gut nach Hause und grüß schön, ne? Tschüss. 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 Meld dich, wenn du angekommen bist. Ja. Ciao. 50 Meter hinter dem Grenzkrug beginnt ganz Skandinavien. Darauf wird hingewiesen. Und vor allem beginnt Dänemark. Zweiter Grenzübertritt der Grenzroute. Bei schönem Wetter ist der Ruttebüller See ein Ort zum Verweilen, heißt es. Manche Besucher bleiben auch bei schlechtem. Ein See zum Baden, Angeln, Vögel beobachten. Wir sind nach 2 Minuten in Rüdböll, wo es einen guten Ort für Radfahrer geben soll, das Hostel. Das Fahrrad bitte hinten rumfahren in den Fahrradschuppen. Das ist Kirsten, die Schwester von Silvia im Grenzkrug. Ja, wenn er wippt, ja. Sie hat gerade keine Zeit, weil der Handwerker da ist. Der Kühlschrank. Da muss man sich auf den Service verlassen können. Wir treten den ab und zu mal ein bisschen auf die Füße, ob es geht. Ja, ja. Kirsten Bossen hat von Rosenkranz nach Dänemark geheiratet. Jahrelang war sie Pächterin des Hostels. Da war es noch eine Art Jugendherberge mit denkmalgeschütztem Speisesaal. Als es 2004 verkauft werden sollte, ist Kirsten Eignerin geworden, um den Charakter der historischen Herberge zu erhalten. Wandrerhjem, also wenn man das wörtlich übersetzen würde, dann würde es Wanderheim heißen. Man hat oben auf dem Boden, auf dem Heuboden schlafen können mit einer Wolldecke und einem Kissen. Und wenn man dann Frühstück haben wollte, den nächsten Tag, dann gab es Hafergrütze, ein Fettbrot und eine Tasse Muckefuck. Das ist das Hauptgebäude. Hier sind 3 Einzelzimmer, ein Doppelzimmer und ein Familienzimmer für 4 Personen. 2 Erwachsene, 2 Kinder. Preiswert, gemütlich und klein. Mit Blick auf den Grenzsee. Wer Platz braucht, geht in die Stu, die Stube. Mit besonderer Tischlampe. Die kommt von meinen Eltern. Das ist ein Erbstück. Die wird nicht verkauft. Gebaut 1860, genutzt später von Grenzgendarmen. Dieses Haus hat eine Seele irgendwo. Es spiegelt irgendwo was wieder von den ganzen Jahren, die die Grenze auch ausgemacht hat. Es passt kein modernes Wellnessgebäude hierhin. Also hier, es muss irgendwo in die Landschaft und zu den Menschen alles passen. Der Regen hat aufgehört. Vielleicht sollten wir weiterfahren? Mit Strohhut, wenn die dänische Sonne zu sehr brennt. Sieben Kilometer fast ohne Schatten bis Mögeltønder, Klein Tondern. Das Dorf war einmal Residenzort der dänischen Königsfamilie. Die Schlossstraße gilt als eine der schönsten im Land.
Noch einmal 5 Kilometer sind es bis zur ersten Stadt auf der Grenzroute, bis Tondern. Eigentlich ein Städtchen, 7500 Einwohner, aber immer schon urban. Mit einer spätgotischen Backsteinkirche, die heute übergroß wirkt. Mit der Ultgau, der Wolfstraße. Hinter den Fenstern wurde früher geklöppelt, heißt es. Und mit dem Laden einer deutsch-dänischen Initiative, Bücher ohne Grenzen. Den gucken wir uns an und schließen ab. Könnte länger dauern. Drinnen sind erstmal nur Bücher, gebrauchte Bücher. Dahinter Erik, Erik Wied. Er hat den Laden ins Leben gerufen und versteht Deutsch. Ich habe eine Frage, haben Sie eine Ordnung in diesen Büchern? Also ich würde mich für ausländische Literatur interessieren. Tschechische Literatur, Rach Rabal, Karol Čapek. Wir würden runden gehen. Würden Sie bitte vorgehen? Natürlich. Unten sind die wahren Schätze, aber tschechische Literatur ist dann doch nicht dabei. Das ist ganz interessant. Dafür etwas anderes. Ich kann es nicht lesen. Altisländisch. Das ist Old-Islandisch und Färöer. Eine Sammlung aus Nachlässen und Spenden. Es gibt längst keinen Platz mehr, es wird weiter gesammelt. Wenn wir dieses Projekt angefangen haben, war es 6 Regale und die meisten Bücher hier habe ich persönlich so und so und so platziert. Erik selbst ist immer wieder überrascht, was er alles bei sich findet. Wir haben einen ganz berühmten dänischen Maler. Jens Sønnergaard. Natürlich deutsche Literatur, das war ja mal der Ansatz, aber auch Geologie, Mathematik und eine extra Strecke Medizin. Ich war ja Gynäkologe und die ganze Regal hier ist, was wir von der Mutter und Hebamme und was mit den Kleinkindern geschehen kann. Alles Mögliche ist also ein ganz Regal. Angefangen hat Erik mit einer privaten Sammlung. 15.000 Bücher. Ich habe nicht immer alle gelesen, aber ich habe in alle Bücher gelesen, aber nichts. Alle, ganz natürlich nichts. Aber ich weiß, was drin ist. Das ist gut. Von Tondern aus geht es zurück an die Grenze. Wir haben einen Platten. Das kommt auf der besten Radtour vor. Zum Glück gibt es Fahrrad Wollesen in Aventoft. Ideal für alle Pannen auf der Westhälfte der Grenzroute. Und auch sonntags geöffnet. Ab jetzt mit einem historischen Reifen weniger. Ja. Der Chef repariert selbst. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also die Räder meiner Kindheit. Da haben wir als Kinder mit rumgedruckt. Andreas Wollesen. Es ist erstaunlich gut erhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat selten, dass die so gut erhalten sind. Hinter Süderlügum führt uns die Grenzroute durch ein kleines Naturschutzgebiet, die Süderlügumer Binnendünen. Mit der Nordsee hat es nichts mehr zu tun, aber die Wege sind genauso sandig. Wir müssen schon wieder schieben. Es gibt Krähenbeeren und Heidesträucher, aber niemand weiß so recht, wie diese Dünen entstanden sind. Vielleicht eine Folge der letzten Eiszeit? Wir dürfen die Wege nicht verlassen und brauchen ein bisschen länger bis zu unserer nächsten Station in Ladelund. In einer ehemaligen Zahnarztpraxis befindet sich die deutsche Variante der deutsch-dänischen Bücheridee, Bücher ohne Grenzen. Aber es sieht hier ein bisschen anders aus. Schon der Eingangsbereich ist übersichtlich und auch mal thematisch dekoriert. Er trägt die Handschrift des Vereinsvorsitzenden, Klaus Meyer-Lovis.
Das wird unterschiedlich gestaltet vom Thema her. Und als Stichwort war das zum Beispiel Ostern jetzt vorher oder Weihnachten. All solche Zeiträume nehmen, vielleicht Herbst auch nachher. Aber wichtig ist immer, dass wir eigentlich unsere Heimat vorstellen und dafür die passenden Bücher raussuchen. Schleswig-Holstein, Bildbände und Reiseführer. Wenn die Kunden dann erstmal da sind, bleiben sie. Das Konzept scheint aufzugehen. Klaus Meyer-Lovis war im Berufsleben Pädagog. Neukunden führt er gerne in die Regalwelt ein. Wichtig in der Region ist etwa die Abteilung Wald, Forst und Jagd. Also es kann bei uns auch passieren, dass wir Bücher haben von 1930. Familie Borstig, ein Standardwerk, lange vor dem Wildschweinzaun. So, hier haben wir, da wir grenzüberschreitend sind, hier auch entsprechend die dänische Abteilung, dänische Bücher. Also wir haben eine große Auswahl eigentlich. Es kommen viele Dänen auch hier rüber. Dann kommen wir in eine ganz wichtige Abteilung, das ist die Geschichte. Nur Geschichte. Aber es ist 11 Uhr. Kleine Unterbrechung. Ja, das wäre mein Schwerpunkt eigentlich für die nächsten Monate eigentlich, das drüber zu denken. Und Besprechung mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das 10. Jubiläum will geplant sein. Ja, für euch, für den Ortskulturkreis. Genau. Hast du auch ein Datum? Ja, nicht durcheinander. Ach so, ja. Entschuldigung. Alle durcheinander, das ist ja fast wie in der Schule. 11.30 Uhr, Fortsetzung der Führung. Einen Teil des Erfolgs verdankt der Buchladen seinen Krimis. Überfließt viel Blut. So ist das ja manchmal dann. Die schwedischen, skandinavischen, sind sehr blutrünstig. Die lese ich also, ich selber nicht so gerne. Am Ende stellt sich die Frage, was ist das Erfolgsgeheimnis? Welches übergeordnete Prinzip? Irgendwann kam ich dann richtig dahin, dass das alphabetisch wichtig ist, dass die Stichworte wichtig sind, der Obertitel, und dann war das eigentlich geboren. Sogar Kinderbücher finden Einheimische und Urlauber für die Regentage. Und für die Radfahrer gibt es Praktisches und Informatives. Bildatlas von Nordfriesland oder Luftbilder von Nordfriesland oder von Schleswig-Holstein. An all solche Dinge, da erfreue ich mich und das würde ich gerne mitgeben, auch dem Radfahrer. Angeregt fahren wir weiter. Es geht durch die Abteilung Wald, Forst und Jagd. Hinter jedem Baum und Graben könnte Familie Borstig wohnen. Wir sind im Karlumer Forst und seinen Ausläufern, der waldreichste Abschnitt der gesamten Grenzroute. Unterkünfte sind in dieser Gegend kaum zu finden. Vielleicht hier, am Waldrand. Da ist schon jemand auf der Durchreise. Ein luftiger Platz für Gelegenheitscamper. Personal sucht man vergeblich. Der Chef ist in seiner Werkstatt neben dem Wohnhaus. Und er ist auch kein Chef, sondern selbstständiger Handwerker, Tischler. Udo Clausen. Holz nach Maß ist diesem Tischler aber anscheinend zu wenig. Ein Wurzelholz. Udo hat es am Strand gefunden, an der Westküste. Das hat mich einfach angesprochen. Das war so, als wenn, das hätte gesagt, hier, Udo, nimm mich mit und mach ein bisschen mehr raus. Das Wurzelholz war nicht das erste, das zu Udo gesprochen hat. Eigentlich wollten alle Hölzer auf dem Platz, dass Udo mehr aus ihnen macht. So ist das Haus für die Angestellten und für die Besucher entstanden. Und dann habe ich eben halt zwei so eine Räume geschaffen, WCs, Duschmöglichkeiten, dass man sich auch wohlfühlt. Also nicht IKEA-Kram, sondern made by Udo. Von der Küche bis zum Kinderspielplatz. Alles auf diesem Gelände ist selbst gemacht. Und alles ist aus Holz, aber nur selten aus dem Baumarkt. Das Baumhaus. Hier läuft ja alles. Fuchs, Rehe, Hasen. Ein Uhu habe ich hier. Und wenn hier Mais ist, dann kann ich natürlich über die Felder dann gucken. Also diese Weite und das Grüne und das Schöne hier, das ist einfach
Es ist mein Paradies. Ich sage aber, dass man das Schloss erlegt. Und nur die Bäume waren vorher schon da. Ich musste überall alle Materialien zusammensammeln. Und das darf eben halt auch nichts kosten oder ein bisschen oder wie auch immer. Ich mache ja auch aus lauter Reste was. Ne? Das ist Erdbeertorte, handgemacht von meiner Schwester. Ein hundertprozentiges Erdbeerstück von meiner Schwester. Oh, sehr gerne. Das geht los. Ihr gehört das Tourenrad. Allison, Studentin aus Kiel. Allison ist vor 2 Tagen erst in Kiel aufgebrochen. Gestern dann der Dauerregen im Wald. Im Internet hat sie Udos Telefonnummer gefunden. Ob sie nicht bei mir das Zelt aufstellen konnte oder wie auch immer. Ich sagte, das ist gar kein Problem. Ich habe für allen Platz. Aber wenn das Zelt so groß ist, wie das Zirkus-Krone-Zelt ist, dann nicht. Das ist denn, dafür ist mein Grundstück zu klein. Und so kam es dann. Eine Nacht auf Udos Wiese. Jetzt muss Allison weiter. 3 Monate hat sie sich Zeit genommen für ihre Tour. Erstmal geht's an die Westküste, Dänemark, Richtung Norden. Dann einmal ganz hoch und dann wieder zurück. Bis zum Nordkap, aber zuerst nach 100 Metern über die Grenzstraße. Und die hat ihre Tücken. Die Grenzstraße verläuft parallel zur Grenze, auf deutscher Seite. Die Grenzroute kreuzt sie immer wieder, ohne Ampel und Zebrastreifen. Über die Süderaubrücke fahren wir zurück nach Dänemark. Der asphaltierte Weg wird jetzt zum Forstweg. Es wird noch ruhiger, noch beschaulicher. Der Wald lässt nach, der Blick weitet sich. Wir haben jetzt mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns, aber wir sind immer noch neugierig. In Renz soll es ein Museum in einem ehemaligen Supermarkt geben, das zwar nur von Freitag bis Sonntag geöffnet ist, aber hier erklärt uns endlich jemand diese Grenze. Und außerdem sollen die Leute auch noch lustig sein. Und es stehen immer ein paar Teller zusätzlich auf dem Tisch. Ja, die Radfahrer, wenn sie wollen, dann kriegen sie Kaffee und Kuchen, was wir da so mit haben, Nico. Je nach Lust und Laune, was wir backen. In der Ausstellung stehen sie dann, die blauen dänischen Grenzgendarmen, die die Region so geprägt haben nach der Grenzziehung, nach der Volksabstimmung 1920 und ihrem Wahlkampf. Seit dem deutsch-dänischen Krieg 1864 war Südjütland deutsch. Nun wurde es wieder dänisch. Der deutsche Minderheit beginnt erst am 1920. Früher hatten wir keine deutsche Minderheit oder dänische Minderheit südlich der Grenze. Das existiert nicht. Früher lebten alle miteinander im Herzogtum Schleswig, das allerdings zu Dänemark gehörte. Mit dem deutsch-dänischen Krieg war das vorbei. Die Dänen und die deutschen Nachbarn, die haben ja nebeneinander gelebt. So war es eben hier in der Gegend. Ja. Die preußisch-deutsche Herrschaft hat einen dänischen Kuchen hinterlassen. Gudrun Asmussen kennt das Rezept. Kardamom, einen halben Teelöffel. Hier soll ein Reiskuchen sein, Igor. Ja. Zur Freude von Gudruns Mann, Hans-Peter. Den Kuchen gibt's zur südjütländischen Kaffeetafel. Also mir schmeckt es wunderbar, das muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es nicht so oft kriegen. Jo. Wenn man das jeden Tag kriegen würde, würde man es heute auch sagen. Nun langsam, aber das kriegen wir ein- oder zweimal im Jahr. Das finde ich wunderbar. Der Reiskuchen war für die Dänen ein politisches Statement. In Weiß und Rot. Die weiße und die rote Farbe ist ja in der dänischen Flagge. Und dadurch haben sie ja ihre Zugehörigkeit gezeigt. Lautlos, kann man wohl sagen. Es herrschte Versammlungsverbot, also traf man sich zur Kaffeetafel.
Also gut, und der Kuchen? Das fehlt noch, oder? Der ist dir diesmal wirklich... Der ist dir diesmal wirklich sehr gut gelungen. Doof. Die preußisch-deutsche Herrschaft ist lange vorbei. Die Tradition hat sich gehalten. Auch im Museum. An Gründonnerstag gibt's die südjütländische Kaffeetafel. In der Küche trifft man sich schon am frühen Morgen und backt, soweit nicht am Vortag geschehen, Mandelrand, Streifentorte, Zitronenkuchen, Bienenstich, sogar eine Schleswig-Holstein-Torte und viele, viele mehr. Der Schriftsteller Siegfried Lenz hat der Kaffeetafel eine eigene Geschichte gewidmet. Weil wir Geld brauchen. Deshalb machen wir das. Jeder Mensch über 10 Jahre bezahlt 100 dänische Kronen. Dann müssen sie so viel essen, wie sie kann. Ruth Christensen, die Vereinsvorsitzende, begrüßt dann auch die Gäste. Um eins geht's los. Halb Brenz ist auf den Beinen. Und 100 dänische Kronen, das sind nicht mal 15 Euro. Extra klein geschnitten, der historische Reiskuchen. Jetzt haben wir Boller, eine Bananenroulade und eine Ananastorte. Und auf Dänisch eine Kransekage, das ist sehr beliebt hier in Dänemark. Das ist der hier, das ist mit Marzipanboden. Ja, der kleine. Das Grenzlandmuseum wird zum Kaffeehaus, einmal im Jahr an Gründonnerstag. In der Küche mehr Kaffee als Kuchen. Aber endlich Pause. Ja, gerade jetzt haben wir, weil die erste Welle vorüber ist und vorbei ist. Hans-Peter kommt mit der zweiten Welle. Da sind viele Torten schon aus. So mit Torten und so ein Kram, da habe ich eigentlich nicht so viel am Mut. Ich bin mehr für solche Sachen hier. Um 16:30 ist die Kaffeetafel ein Trümmerfeld. Die Reste werden verteilt, im Museum wird aufgeräumt. Gott wolle uns behüten, dass wir nicht werden Jüden. Okay. Wie ist das denn zu verstehen? Oder dieses hier? Stimmt Deutsch? Von wann ist das denn? Gudrun erklärt dann, wie aufgeheizt die Stimmung damals war und wie kriegerisch die Zeiten. Das waren sie ja damals. So war es eben. Und das ist damals und das ist vergessen. Ganz zum Schluss wird dann noch die Flagge in den Reiskuchenfarben zusammengelegt, so wie es sich in Dänemark gehört. Der Dannebro muss vom Mast, bevor die Sonne untergeht. Wir sind richtig beeindruckt von den Grenzgendarmen und ihrer Geschichte und fahren weiter an einem Grenzposten vorbei, der seit dem Schengener Abkommen keine Rolle mehr spielt. Das ist, kurz nachgerechnet, unser 5. Grenzübertritt. Jetzt wollen wir nach Vesbü, beinahe schon Flensburger Einzugsgebiet, aber noch sehr ländlich. Im August ist hier kaum was zu sehen. Die Maisfelder stehen dann 2 Meter hoch. 11 Kilometer sind es von Renz nach Vesbü. Da soll es ein Traumhaus geben, das aber auf Dänisch so genannt wird, das Drömmehus. Es gehört Lilly Hansen. Gerade hat sie ein paar neue Türen gekauft, schön lackiert und macht sie anscheinend wieder kaputt. Ich mache eine neue Tür alt, genau. So ist es. Ne? Die Tür muss ja zu den anderen alten Sachen passen. Denn das ist das Prinzip des Drömmehus. Und in dem Rahmen gibt es dann Kaffee. Es soll halt einfach dafür da sein, dass deutsche, dänische Menschen, junge, alte Menschen zusammenkommen und eben einfach eine schöne Zeit bei mir haben können. Jedes Detail wirkt wie zufällig stehen geblieben. Erst der Überblick macht deutlich, Lilly Hansen, gelernte Gärtnerin und Gartenbauerin, könnte ihr Drömmehus komponiert haben. Alles passt zusammen. Und dann gibt's auch noch Torte. Zurzeit allerdings nur für Zufallsgäste.
seit der Corona-Zeit renoviert Lilly. Angefangen hat sie mit dem Drömmehus vor Jahren, als der letzte Dorfladen seine Türen schloss. Das Dorf sollte durch das Drömmehus wieder belebt werden, auf jeden Fall. Das war mein allerwichtigster Gedanke bei der ganzen Geschichte. Dass es nicht ausstirbt. Die Idee, alles, was man beim Kaffee sieht, woran man sich erfreut, kann man nach dem Kaffee mitnehmen, sogar das Kaffeegeschirr. Da ist eine alte Backform, ein alter Kartoffelkorb, eine alte Tremse. Die finden überall was sie entdecken können. Das können die alles kaufen hier, komplett. Es gibt nichts, was nicht verkäuflich ist. Sogar der Fahrkartenspender, den Lilly aus ihrer Kindheit kennt. Die kostete 30 Pfennig. Fahrpreis, Omnibusbetrieb, 8 Trupp. Der Kern des Cafés, die Innenräume, eine Baustelle. Sonst saßen oft mehr als 100 Gäste in und um das Drömmehus. Ohne Corona hätten wir auch nicht angefangen umzubauen. Also zumindest hätten wir dann im Laufenden umgebaut und nicht hier eine Riesenbaustelle gemacht. Das Drömmehus wird eben nicht aufgegeben. So wie der Tante-Emma-Laden, 2 Straßen weiter. Wir fahren von Wesbü aus wieder nach Nordwesten. 9 Kilometer bis zum Grenzübergang Sophiental. Gilt die Lichtpflicht am Tag eigentlich auch für Fahrräder? Nein, aber es geht gleich durch den Wald. Den Waldweg haben wir uns aber anders vorgestellt. Die Plantage Frösslee wurde von den Deutschen 1871 angelegt, finanziert mit Reparationszahlungen aus Frankreich nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Der Heideginster kam später gratis dazu. Die Grenzroute führt uns jetzt durch einen Ort, den fast alle Dänen kennen und der auf den ersten Blick ganz friedlich wirkt. Ein Nationalmuseum aus Baracken, gut in Schuss und der Rasen gepflegt. Dabei handelt es sich um das Lager Frösslev, von den deutschen Besatzern 1944 errichtet, für politische Gefangene aus Dänemark. Der Lagerkommandant ein Deutscher, aber die Verwaltung blieb dänisch. Die einfachen Angestellten sorgten dafür, dass die Gefangenen genug zu essen bekamen. Erling Madsen ist Forscher und Manager im Museum Frösslev. Es war ein Glück für Dänemark, weil man hatte ja Angst, was passierte mit den Gefangenen in Deutschland. Wurden sie gefoltert im KZ-Lager? Da waren die Bedingungen, die Beziehung war viel schlimmer als hier. 1600 Gefangene wurden trotzdem nach Deutschland deportiert. 200 von ihnen wurden ermordet. Eine andere Baracke erinnert daran, wie Frösslev nach dem Krieg genutzt wurde, als Gefangenenlager für dänische Kollaborateure unter der deutschen Besatzung. Es dauerte oft lange, bis sie ihren Prozess bekamen. Manche haben um Papier und Stifte gebeten. Ganz verschiedene Leute. Einige waren ja unschuldig und einige Leute haben nur als Wache gearbeitet. Ganz viele von der deutschen Minderheit wurden hier geführt, also Männer. Im Gedächtnis ist Frösslev auch, weil hier die weißen Busse aus den deutschen Konzentrationslagern ankamen. Mit vielen Skandinaviern, noch vor Kriegsende. Beinahe im Zickzack führt uns die Grenzroute nun erst nach Deutschland. Da gucken wir uns die Autobahn an, die A7. Und dann geht es zurück nach Dänemark, zum letzten Mal, in einen kleinen Vorort von Padborg. Der Grenzübergang bei Harrislee ist idyllisch. Nur für Fußgänger, Radfahrer und für die dänische Polizei, die Grenzgendarmen unserer Tage. Zum letzten Mal in Dänemark. Wenn wir Souvenirs mit nach Hause bringen wollen, dann wird es Zeit. Was sind denn das für Figuren? Und was ist das für ein Geschäft? Antiktak heißt es. Antiquitäten. Aber diese Kerzenhalter von Asmussen sind doch eigentlich Kunst. Ellen Raven gehört Antiktak und sehr gerne zeigt sie uns die Figuren aus dem Schaufenster. Es sind Porzellanfiguren für Sammler von Royal Kopenhagen. Jedes Jahr gab es neue. Die Grönländerin ist von 1920. Die seltenen Figuren waren
nur in wenige Auflage gemacht. Muss man bestellen bei Royal Copenhagen. Das königliche Porzellan steht auch eigentlich für etwas anderes. Hier gibt es die Geschirr vom Royal Copenhagen und Bing und Grøndahl. Und die populärsten sind ja diese hier. Kennt fast alle. Muschelmuster nennt man das. Traditionelle Geschirr hier vom Royal Copenhagen habe ich fast immer. Von Haushaltsauflösungen meistens. Aber da kommt ja auch Kunden hier im Geschäft und verkaufen. Da gibt es auch die Möbel. Alles handgemalt, ne? Die Abteilung mit Keramikdesign. Also hier gibt es ja die 1920er Keramik von der Kähler. Und das ist eigentlich Souvenirs von Dänemark. Außerdem die Kaktusvasen von Soholm. Und hier Fahnö. Ich hatte mal eine Tante auf Deutsch, ein Familienmitglied, die so ein Geschäft hatte in die 70er Jahre. So, daher kommt die Interesse. Ellen war noch ein Kind. Da war ich sehr gerne. Eine Fotografie hat wieder mit der Grenze zu tun. Die Wiedervereinigung in 1920 vom Sonderburg. Seit 3 Wochen sind diese Bürger wieder Dänen. Eigentlich sieht sie ein bisschen gemischt aus. Ja. Wir haben uns entschieden, das werden unsere Mitbringsel aus Dänemark. Die Möwe für 250 Kronen, gute 30 Euro. Die Tasse für 300 Kronen. Die Grönländerin für 1000. Die Vase für 600. Der Kerzenhalter für 400. Die Dose für 200. Und für die Soholm-Kaktusvase ist kein Platz. Jetzt folgt der einzig echte Anstieg auf der ganzen Grenzroute. Wir sind vorbereitet. Auf zum letzten Grenzübertritt. Über die Wildschweinsicherung nach Deutschland. Richtung Kupfermühle. Die Steigung kommt am Ortsausgang von Nihus. 5%. Die jüngste, die Weichsel-Eiszeit, hat vor rund 50.000 Jahren die Fjordlandschaft mit ihren Endmoränen geformt. Das Gefälle reicht aus, um mit der Wasserkraft der Krusau eine Kupfermühle seit 400 Jahren anzutreiben. Ab dem 18. Jahrhundert entstanden die Arbeitersiedlungen und der Ort Kupfermühle. Auf den ersten Anstieg der Grenzroute folgt die erste Abfahrt. Es geht hinunter nach Wassersleben. Das Ziel tut sich auf, die Flensburger Förde, der Ostseeausläufer. Das zweite Meer auf unserer Tour von der einen zur anderen Küste. Wir könnten hier in Wassersleben eine Badepause einlegen. Oder was macht man sonst an der Base Station 71? Die einen nehmen ein Getränk, während der Chef gerade chillt, André. Eigentlich ist er Stand-up-Paddling-Trainer. Und sein Nachbar, der Koch und Betreiber des Hotels Wassersleben, hat jetzt Zeit für den Anfängerkurs. Wir paddeln ein bisschen gegen Wind am Anfang, ne? Ja. Und dann lassen wir uns mit Wind wieder reinfahren, dann ist es ganz entspannt. Okay. Wir versuchen das mal. Ist das erste Mal, ne? Weißt du? Ja, ja, das weiß ich. Du wolltest ja schon immer mal aus Wasser. Alles ganz entspannt in der Base Station. Auch die Umkleidekabine. So, André. Na dann. Ich hol einmal meinen Paddelkurs. Ja. Zuerst die Einführung in die Stand-Up-Paddling-Theorie. Und deswegen, weil es ein bisschen länger ist, stehen wir auch ganz entspannt auf dem Board. Okay. Dann müssen wir uns nicht so, sonst würden wir die ganze Zeit so stehen. Und jetzt kommen wir zum Board. André ist Lehrer aus Leidenschaft. Das ist ein 11-2er, du kriegst auch ein 11-2er Hardboard.
ein Board braucht ein bisschen Geschwindigkeit, um aufzustehen. Deswegen fahren wir erst in den Knien. Ist ja ganz logisch. Aufzustehen? Dann stecken wir das Paddel schön hier rein, schön dicht an Bord, machen ein, zwei Züge und dann machen wir einen Griffwechsel. Die ersten 5 Minuten kann sein, dass das doll zittert und du sagst, oh, ne? Aber okay. da gewöhnt sich der Körper dran. Wie gesagt, ich mache das wirklich zum ersten Mal und ich bin nicht ganz Wassersport unerfahren, aber Stand-up habe ich noch nie gemacht. Aber wir müssen so weit reingehen, dass das Ding schwimmt, ne? Das wird spaßig. André hat hier seinen Traumberuf gefunden. Nach längerer Suche. Eigentlich habe ich die Gärtnerlehre gemacht. Baumschulgärtnerei gearbeitet. Dann Tischlerlehre, als Tischler gearbeitet. Dann in einem Café gejobbt, so nebenbei. Obdachlosenbetreuung habe ich auch schon gemacht. Ja. Und jetzt bin ich hier am Strand. An meinem Zuhause angekommen. Im Endeffekt hier. Bisschen chillig am Strand. Jetzt bin ich ja Subtrainer und hänge hier ein bisschen ab. Am Wochenende stehen sie Schlange bei André. Jetzt in der Woche kommt der Koch aus dem Hotel. Er stellt sich gar nicht so schlecht an für das erste Mal. Kurse für Kinder, Privatstunden oder einfach nur ein Board mieten. Geht alles bei der Baystation. Du kannst auch ganz dicht ranfahren. Aber das würde ich dir noch mal zeigen, wenn du schon öfters mal paddelst. War super, war gut. Ich hatte gedacht, dass das instabiler ist, aber wenn man da so ein bisschen die Balance erhält, dann ist es doch einfacher als gedacht. Ja, er war gut. Also fürs erste Mal war das entspannt. Dann wäre jetzt die Kursfortsetzung dran. Richtig chillen. Ist doch nicht schön hier. Ja. Fast ein bisschen wie in der Karibik, ne? Wann haben wir es gut hier? Die Grenzroute ist also zurück am Meer. Das zweite auf unserer Tour, das Meer ohne Deich. Die Stadt zur Förde fehlt uns noch. Flensburg. Der Weg führt durch den luftigen Stadtwald aus Buchen. Immer am Wasser entlang, die letzten 7 von 130 Kilometern. Von 5 Tagen Grenzroute. Nur ein Regentag, nur eine Reifenpanne. Eigentlich hatten wir Glück. Am Flensburger Hafen, am Westufer der Förde, endet die Grenzroute. In den letzten 20 Jahren hat sich die Stadt diesem Hafen wieder angenähert. Mit Restaurants, Cafés auf der einen Seite, Traditionsschiffen und einer Museumswerft auf der anderen. Eine Stadt im Gleichgewicht, so scheint es. Da hinten ist die Altstadt. Die gucken wir uns noch an. Die Rote Straße. Da gibt es Fischbrötchen und Fahrradläden und Rum. Rum Brasch. Ein Fass Rum ist liegen geblieben. Halb Jamaika, halb Martinique. Gemischt 2 Wochen vor dem ersten Lockdown, Anfang 2020. Da bin ich ja. Walter Brasch und sein Sohn Carsten. Eigentlich wollten wir 6 Monate das hinlegen und wollten immer wieder gucken, so, das war so eine Zeit, die wir uns vorgegeben haben, und gucken, wie sich der Rum so entwickelt. Und dann kam alles Mögliche und die ganze schreckliche Zeit und dann haben wir da gar nicht mehr dran gedacht. Ne? Das Vergessen könnte sich gelohnt haben. Mm. Klasse Fass. Eine Rumstadt war Flensburg, auch wenn der Rumverschnitt mit nur 5% echtem Rum nicht mehr den besten Ruf hatte, als Walter 1977 seine Lehre beginnt, als Destillateur. Der Destillateur ist praktisch so der Geschäftsführer in so einem Rumhandelshaus. Und das habe ich also dort von der Pike auf gelernt. Eigentlich war Kaufmann geplant, aber der Chef Hermann C. Andresen hatte gleich Vertrauen in den Jungen. Ich war der Letzte. Und nach mir kam keiner mehr. Aus dem Destillateur wurde ein Weinhändler bis heute.
Aber dann verschwindet 1998 der letzte Rumhändler in Flensburg. Brasch erfindet daraufhin den Klassik-Rum, der zuerst Chef-Rum heißt, nach dem alten Chef Andresen. Es folgen weitere und ein vorsichtiger Erfolg. Und jetzt passiert es. Die Braschs unternehmen 2005 eine Reise, die ihr Leben so verändert, dass sie in ihrem Laden ein Museum aufbauen und von dieser Reise erzählen. Die Reise in die Karibik. Das ist ein Stück Zuckerrohr und ja, hier im Museum benutzen wir das als Zeigestock, wenn wir Führungen machen. In der Karibik hatte Dänemark damals drei Inseln und Flensburg war dänisch. Die Flensburger Kaufleute haben mit den drei dänischen Inseln, St. Thomas, St. Croix und St. Jan, im Prinzip einen Handel mit Zucker und Rum durchgeführt. Das Zuckerrohr für Rum- und Zuckergewinnung wurde aber von Sklaven angebaut, die die Dänen aus Westafrika verschleppten. Das war die Basis des Flensburger Rumhandels. Sie haben auch vom Sklavenhandel profitiert, denn ohne den Handel mit Sklaven und der Arbeitskraft auf den Inseln hätte es keinen Zucker und Rum für Flensburg gegeben. Ganz einfach. Mit dem Reisebericht von 2005, den Fotos, wird die kleine Ausstellung persönlich. Wie riecht es auf den Inseln? Wie schmeckt es auf den Inseln? Was kann ich dort erleben? Und deswegen war es immer mein Herzenswunsch, einmal auf diese Inseln zu fahren und sich dort vor Ort zu informieren. Kein Pauschalurlaub, eine Spurensuche mit Begegnungen. All diese Dinge berühren einen natürlich, wie Menschen also heutzutage dort auch leben, unter welchen Bedingungen sie leben. Es ist schon insgesamt eine sehr ergreifende und sehr beeindruckende Reise gewesen. Heute sind die Inseln US-amerikanisch, aber in einem Haus hängen die Teller noch von Royal Copenhagen. Der Rum bestimmt spätestens seit dieser Reise wieder das Leben der Braschs. Sie sanieren den Hof, das runde Dach, das seine Form den Schiffskörpern schuldet. Das Ensemble wird ihr Wohnort und ihr Büro. Der vergessene Rum aus der Corona-Zeit ist zu gebrauchen. Yvonne Brasch, Walters Frau und Grafikerin, bastelt an einem Etikett. Und dann drucken wir es aus und schneiden. Nicht so überkandidelt, nicht so hochdesignt irgendwie. Natürlich und schlicht und ehrlich. Walter braucht für den vergessenen Rum jetzt eigentlich nur noch eins. Eine ordentliche Handschrift. Ist das ordentlich? Ich finde ja. Ich kann auf jeden Fall besser schreiben als rechnen. Schuhe an der Leine. Das gibt's auch in Berlin. Aber Flensburg hat angefangen. In der Norderstraße. Aus welchen Gründen auch immer. Was haben wir alles erlebt, alles gesehen auf dieser Reise? Die starre, die schwarze Sonne. Die südjütländische Kaffeetafel. Das Baumhaus made by Udo. Wir könnten doch die ganze Grenzroute einfach nochmal zurückfahren. Mit einem Fahrrad, das irgendwie dazu passt.